willkommen. Guten Tag zu diesem kleinen Videolog. Wir fahren ins Phantasialand. Ja, zweiter Tag Wintertraum. Und ich fahre nicht mit der Lara, ich fahre mit der Zoe. Die Zoe ist 4 Jahre alt. Ja. Ja, richtig. Was ich alles weiß, ne? Und wir machen ein Video, weil es gibt immer diese wunderherrliche Kritik, dass das Phantasialand bietet nichts für Kinder. Das liest man immer wieder. Und dann zeigen wir euch das heute mal, dass das nicht so ist. In diesem Sinne, wir fahren da jetzt mal hin. Bis gleich. Wir gehen jetzt die Eisshow gucken. Wir waren gerade im Wintergarten die Show gucken. Ja, und hier ist ein bisschen Schnee. Und hier ist ein bisschen Schnee. Hast du Spaß? Ja. Ja. Die Show war ganz gut. Ja. Das ist so ein bisschen so eine Zeitreise gewesen, so durch 20 Jahre Phantasialand. Es war ganz nett gemacht. Ja, tschüss. Tschüss. Und der Mann hat sich gedreht. Der Mann hat sich gedreht. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen die Eisshow gucken. So läuft das hier. Während der Hero-Influencer sich ein Brötchen gönnt, genießt die Königin Elsa von Arendelle ihr Eis. Schmeckt? Ist die Hauptsache. Wir sind jetzt in Boost Town. Oder Fantasy-Bereich. Wir fahren eine Runde mit dem Würmling jetzt, okay? Ja? Yep. Und alleine hier gibt es schon so viel für die Kinder. Von diesem lustigen Papagei, über diesen Turm, wo die sich hochziehen können. Dieses Fröschhüpfen-Karussell. Dann gibt es noch ein Teetassen-Karussell hier oben. Hier gibt es auch ein Pferdekarussell. Und ein Pferdekarussell gibt es hier. Ein Mini-Autoscooter gibt es hier. Es gibt ein Labyrinth, es gibt zwei Bootsfahrten. Es gibt Entenkarussell. Entenkarussell, ja. Das ist das Teetassenkarussell. Den Papagei. Den Papagei. Drinnen in der Halle gibt es noch den Tuttle Tree. So eine Aufzugfahrt. Dieses. Und hier ist auch Schnee. Schnee ist hier auch, dieses Fahrradkarussell ist auch da unten in der Halle. Und allein hier in diesem Moostown, Bällebad habe ich ja schon gesagt, dieses Labyrinth. Allein hier im Moostown gibt es schon so viel für die Kinder. Ja, das ist schon ordentlich. Ist schon ordentlich. Im Themenbereich Berlin gibt es dann auch noch ein Karussell mit den Flugzeugen, wo die selbstständig mit dem Joystick hoch und runter fahren können. Das Pferdekarussell steht da, ein Mini-Riesenrad. Und hier bei den Autos, wo wir gerade fahren, hier gibt es auch Vogelhäuser. Hier gibt es auch Vogelhäuser, wie man hier sieht. Ja. Ja. Das verrückte Hotel Tartuffe, damit hätten wir Berlin auch soweit. Ja. In Afrika steht ja nur die Black Mamba. Ja, man kann hier alles entdecken. Dann bei der Coloradobahn steht noch dieser Mini-Kinder-Freifallturm. Dieses chinesische, die Geister-Rikscha gibt es noch. Die Hollywood-Tour habe ich ganz vergessen, ist ja auch noch hier. Genau, die Hollywood-Tour mit den Affen.
Das ist ein Dark Ride, genauso wie die Geister-Rikscha. Und dann gibt es da auch noch dieses Madhouse, was sich dreht in China. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Feng Shui Palace heißt es. Und das ist schon eine ganze Latte. Abgesehen davon kann man sich schminken lassen und hat das ganze Animationsprogramm. Ja, hier ist auch Schminke. Ist auch ganz süß. Jedes dieser Autos hat jetzt Geschenke hinten drauf. So, bis später. Erstmal. Bis später. Bis später. Bis später. Tschüss. So richtig geil ist der Wintertraum erst, wenn es dunkel wird. You
So, fertig. Fertig ist der Tag, Phantasialand. Ohne eine einzige Achterbahn gefahren zu sein. Ja. Und hast du trotzdem Spaß gehabt? Ja. Ja? Und wir haben uns das Feuerwerk angeguckt. Ja. Ja. Es schneit. Ja. Und es schneit. Immer noch Schnee. Immer noch. Fandst du gut alles? Ja. Die Shows auch? Ja. Und die Karussells? Ja. Alles klar. Wir haben Fotos gemacht von denen da. Ja, wir haben auch Fotos gemacht. Zeigen wir euch auch noch. So, ja. Dann. Tschüss. Dann tschüss. Genau, das übliche Tschüss. Das war's aus dem Phantasialand. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Bis im Auto.